Ich gehe fort, um Ruhe zu finden, um mich vom Einfluss der Zivilisation zu befreien. Ich will nichts weiter als einfache Kunst machen. Dafür ist es nötig, dass ich wieder in der unberührten Natur heimisch werde, dass ich nur Wilde sehe, ihr Leben lebe, mit keinem anderen Bemühen als die Vorstellungen in meinem Kopf, wie ein Kind es machen würde, nur mit den Ausdrucksmitteln der primitiven Kunst wiederzugeben, welche die einzig Guten, die einzig Wahren sind. Am Fuß eines Baums sitzen zwei Frauen. Die eine trägt ein weißes Kleid, die andere ein blaues Gewand, das die Brust frei lässt. Sie spielt Flöte. Beide Frauen haben schwarzes Haar und kupferfarbene Haut. Im Vordergrund ein orangefarbener Hund. Das hochbeinige Tier mit langem Schwanz und spitzer Schnauze schnuppert am Boden. Dahinter ein farbiger Raum. Ein Stück weiter tanzen drei Frauen vor einer großen Statue. Paul Gauguin malte dieses Bild Ende 1892 auf Tahiti. Gauguin kommt 1891 nach Polynesien. Er lässt sich zunächst in Papeete, der Hauptstadt der Insel Tahiti, nieder. Sehr bald fühlt er sich abgestoßen von der kleinen europäischen Kolonialgesellschaft, mit der er in Berührung kommt. Schließlich zieht er in den Süden der Insel, nach Mataea, wo er eine Fahre, eine Hütte mietet. Die Berge, ein fruchtbarer Küstenstreifen, die Bäume, der Fluss, der Strand, die Lagune. Der Maler findet eine wunderbare Kulisse vor. Er hat täglich Kontakt mit den Bauern und Fischern. Er lernt die Sprache der Maori. Gauguin lebt mit Tehamana zusammen, einer Tahitianerin, die sein wichtigstes Modell wird. Sie inspiriert ihn zu der Maske, die er aus einem schönen Holzblock schneidet. Als Bildhauer und Keramiker ebenso begabt wie als Maler, hat er auch großes schriftstellerisches Talent. Die Lebensbedingungen auf Tahiti erweisen sich als schwierig. Praktisch mittellos kehrt Gauguin 1893 in sein Heimatland zurück. In 18 Monaten hat er zahlreiche Holzskulpturen und mehr als 60 Gemälde erschaffen. Zwei Jahre später bricht er wieder auf nach Tahiti. 1901 lässt sich der Maler auf den Marquesas-Inseln nieder, wo er 1903 stirbt. Auf Tahiti betätigt sich Gauguin auch als unermüdlicher Zeichner. Er studiert die Körperhaltungen der Tahitianer, die Gesichter, die Tiere, die Pflanzen. Manche dieser Skizzen nach der Natur finden sich in seinen Gemälden wieder. Areareia, das 94 x 75 cm misst, ist sehr einfach komponiert. Die beiden Frauen besetzen die rechte Partie. Der Hund das untere Drittel links, die Tänzerinnen das obere Drittel links. Die abnehmende Größe dieser drei Gruppen gibt dem Auge eine Perspektive vor.
Die Linien sind klar abgegrenzt. Die Vertikalen des Baums, horizontale oder wellenförmige Ausschnitte der Landschaft, Kurven. Die Formen wurden zunächst mit Spitzenpinsel in Ocker oder Siena konturiert und dann in gleichmäßigen Farbtönen ausgefüllt. Lediglich die Körper der beiden Frauen zeigen leichte Schattierungen, die ihnen Plastizität verleihen. Die Szene ist von vorn gesehen. Man erkennt eine Horizontlinie, sie verläuft in Augenhöhe der Frau in Weiß. Wir befinden uns also in der Position eines Betrachters, der ihr gegenüber im Gras sitzt. Die Farben sind dicht, die Palette reich. Mauve für den Felsblock, blau für das Kleid, dunkelgrün für die Wiese, helleres Grün für den Vordergrund, gelb für die Zone hinter dem Hund, Ocker für die Haut der Flötenspielerin, rötlicheres Ocker für die andere Frau, orange-rot für den Hund, lebhaftes Rot für einen Felsen, braun-violett für das Zentrum, schließlich schwarz für die Haare und weiß für das Kleid. Diese Nuancen hat Gauguin aus einer kleinen Anzahl geläufiger Pigmente gewonnen. Sie sind mit Wachs gemischt, was den Farben mehr Glanz verleiht. Die Farben werden manchmal pur benutzt. Kobaltblau beim Kleid. Siena bei der Pflanze. Häufiger jedoch werden sie gemischt. Das Weiß des Kleides wird gebrochen durch Gelb und Ocker und schattiert durch Blau. Gelb und Ocker des Hundefells sind von breiten Pinselstrichen in Cadmiumgelb überlagert. Eine intensive Farbe. Man erkennt mit bloßem Auge, dass eine erste Version des Schwanzes eliminiert und durch eine höhere und breitere Version ersetzt wurde. Mehrere Zonen sind durch kleine Pinselstriche begrenzt, die den Patchwork-Effekt verstärken, als ob es sich um Fäden handelte, mit denen Stoffteile zusammengenäht wurden oder um Wollfädchen einer Tapisserie. Dieser Effekt zeigt sich auch bei den Konturen des Hundes und gibt die Fellstruktur wieder. Gauguin hat seine Leinwand nicht apprettiert. Er hat direkt auf ein grobes Hanfgewebe gemalt. Diese Leinwand ist an den Rändern des Gemäldes noch deutlich sichtbar. Die Fasern dringen an vielen Stellen durch die Malschicht und reflektieren das Licht als lauter glänzende Punkte. Unten rechts zeigt sich eine farbliche Abstufung von dunkelgrün über hellgrün zu Ocker. In diese Zone hat Gauguin mit zierlichen schwarzen Großbuchstaben den Titel seines Gemäldes eingezeichnet, Area Rea. Ursprünglich war dort auch seine Signatur angebracht, die er aber teilweise wieder entfernt hat. Nach Gauguins Tod gelangt Area Rea in den Besitz des Kunsthändlers Ambroise Vollard, der es unter dem Titel Die Flötenspielerin ausstellt. Das Bild lernt verschiedene Eigentümer kennen. 1961 vermachen seine letzten Besitzer es dem Louvre für die Galerie Jeux de Paume. Schließlich hält es Einzug ins Musée d'Orsay. Brüchig geworden, wird es auf eine neue Leinwand aufgezogen. Bei dem in Pont-Aven vollendeten Porträt der Angélique Sartre, genannt La Belle Angèle, setzte Gauguin den Titel direkt in den freien Raum links. So knüpfte er an eine Tradition der klassischen Malerei an. Die Worte übernehmen den Part einer Widmung, Gedenken eines Ereignisses unterstreichen die Bilderzählung. In Tahiti wird der Titel für Gauguin zu einem wesentlichen Bestandteil des Gemäldes. Er schreibt ihn in der Sprache der Maori.
Vahine no di tiare. Frau mit Blume. Man o tupap o. Der Geist der Toten wacht. Aha, o fei. Was ist? Bist du eifersüchtig? Oft sind es Titel in Frageform. Wann heiratest du? Eine Geste, eine Begegnung werden zu Rätseln. Wohin gehst du? Dahinter steckt das Bestreben, ethnografische Informationen zu vermitteln. Der Titel beinhaltet auch eine narrative oder philosophische Dimension. Und schließlich sorgt er vielleicht auch für einen Verfremdungseffekt, indem er gemäß den Prinzipien der Nabis daran erinnert, dass das Bild zunächst nur eine mit Farben bedeckte Fläche ist. Pastoral d'Haïtienne, ein französischer Titel. Der Maler hat keine Entsprechung in der Maori-Sprache gefunden. Ariarea. Ariarea von Gauguin mit Joyeuseté übersetzt, heute würde man eher Amusement, also Vergnügen, sagen, beschwört die Zeit der Jugend, der Sorglosigkeit. Aber der Titel bleibt rätselhaft, denn der Grundton des Bildes ist eher schwermütig, dunkel, fast religiös. Der Hund und die beiden Frauen von Ariarea finden sich in Pastoral d'Haïtienne wieder. Ebenso der Baum, diesmal in Blüte stehend. Es ist ein Purau, ein Baum der Hibiskusfamilie, die auf der Insel sehr verbreitet ist. Seine Blüten färben sich abends rötlich und fallen ab. Die Pflanze mit den großen sternförmigen Blättern ist eine Amaryllis. Mehrere dieser Elemente sind auf anderen Bildern dieser Epoche neu zusammengestellt. Matamua, ehedem. Eine Hütte in der Nähe eines riesigen Mangobaums. Die gleiche Hütte neben dem Mangobaum. Vielleicht die von Gauguin selbst. Fatatatimoa. Der Berg ist nah. In Ariarea umgeben weiße, flockige Gebilde die Frau in Weiß. Es könnte sich um traditionelle Blumenketten und Kränze aus hunderten von kleinen Blüten handeln. Sie wurden auf den kurzen unteren Ästen des Baums deponiert. Einer der Kränze ist neben dem Kopf des Hundes ins Gras gefallen. In Matamua liegen die Blumenketten im Gras vor den beiden Frauen. In Pastoral d'Haïtienne trägt die Frau solche Blumenketten in ihrem Korb. Gauguins Tahiti-Bilder lassen eine große stilistische Vielfalt erkennen. Bald beschränkt er sich darauf, als aufmerksamer Beobachter Alltagsszenen aus dem Leben der Maori zu beschreiben. Femme de Tahiti. Die Siesta. Bald verwandelt er die Realität und entwickelt rein dekorative Themen oder Motive. Der Strand, die Vegetation, das welke Laub, die Wellenkämme scheinen auf üppige Weise die Ornamente der Pareos fortzuschreiben, den die Badende ablegt. Patatatimiti. Am Meer. In der Komposition Ariarea vereint Gauguin realistische, narrative Elemente mit weniger leicht zu entziffernden Motiven. So könnte die zentrale Zone den Fluss oder das Ufer der Lagune darstellen. Das Violett wäre dann das Wasser und das Rot der von Felsen gesäumte Strand.
Aber es könnte sich ebenso gut um ein Feld mit roter Erde oder das ausgetrocknete Bett des benachbarten Flusses handeln. Gauguin hat die gesamte Szenerie in abstrakte, farbige Flächen verwandelt. Dieses besessene Streben nach dem Dekorativen kündigt den Jugendstil an. Alles in meinem Werk ist kalkuliert und wohl überlegt. Es ist Musik, wenn Sie so wollen. Durch Arrangements von Linien und Farben erziele ich unter dem Vorwand irgendeines dem Leben oder der Natur entlehnten Sujets, Symphonien, Harmonien, die nichts absolut Reales im gebräuchlichen Sinne des Wortes darstellen. Keinerlei direkte Idee ausdrücken, die aber etwas in uns bewegen müssen, wie die Musik etwas in uns bewegt. Ohne Rückgriff auf Ideen oder Bilder. Einfach durch geheimnisvolle Affinitäten, die zwischen unseren Köpfen und solchen Arrangements von Farben und Linien bestehen. Ein Gemälde wie Areareia wirkt schlicht. Eine Art ethnologische Reportage, eine exotische pastorale Ruhe. Doch das Bild täuscht. Gauguin konnte eine solche Szene in natura nicht beobachten. Seit Beginn des 19. Jahrhunderts versuchten die christlichen Missionare, den Tahitianern ihre prüden Vorstellungen von Anstand aufzuzwingen und wetterten gegen die natürliche Nacktheit, welche die ersten Entdecker der Insel so beeindruckt hatte. Den Frauen werden unförmige, weite Kleider vorgeschrieben, die am Hals geschlossen sind und die Arme bedecken. Die Marae, heilige Stätten, werden dem Verfall überlassen, die Statuen zerstört. Tätowierungen und traditionelle Gesänge werden verboten. Indessen hat der Maler sicherlich die Fotografien von Charles-Georges Spitz gesehen, einem jungen Berufsfotografen, der in seinem Atelier in Papeete Männer und Frauen nur mit ihren traditionellen Pareos bekleidet posieren lässt. Eines dieser im Freien aufgenommenen Fotos wird später sogar direkt von Gauguin umgesetzt. Das Bild des Mannes, der an einem kleinen Wasserfall seinen Durst löscht. Papemoe, geheimnisvolle Quelle. Die Person ist verweiblicht. Seltsame Formen bewegen sich im Blattwerk. Mit diesen Gespenstern der Maori-Mythologie beschäftigt sich Gauguin in einem Werk, das er in Tahiti beginnt und in Paris vollendet. Das mit eigenen Zeichnungen und Aquarellen geschmückte Buch bedient sich größtenteils der Texte einer 1837 veröffentlichten Sammlung von Jacques-Antoine Mourenhout, Reise zu den Inseln des großen Ozeans, die eine Vielzahl von Informationen über die verschwundene Maori-Kultur enthält. Gauguin interessiert sich besonders für Hina, die Mondgöttin und Begleiterin von Ta'aroa, dem Gott des Meeres. Aus ihrer Vereinigung ist das Universum entstanden. Hina ist das massive Idol in Areareia. Gauguin kennt die exakte Form der alten Statue nicht, deshalb erfindet er sie, angeregt von den riesigen Moai der Osterinsel und den Tiki der Marquesasinseln. Er realisiert auch kleine Skulpturen wie das Idol mit der Muschel oder das Idol mit der Perle. Hier sieht man wieder Hina. Das Thema des Idols findet sich in den Bildern des ersten Tahiti-Aufenthalts auf vielfältige Weise variiert. Thank you.
Drei Frauen tanzen vor dem Idol. Die Tänze mit starkem erotischem Akzent waren ein wichtiger Moment im Leben der Maori. Die Missionare hatten sie als schamlos verboten. Die heutigen Rhythmen und Bilder, neu erfunden in der Mitte des 20. Jahrhunderts, sind sicher nur noch eine ferne Erinnerung daran. Die beiden Frauen, die zu Füßen des Baums sitzen, haben immer wieder die Neugier der Forscher geweckt. Die Frau in Blau spielt den Vibo, eine kleine Flöte, die mit einem Nasenloch geblasen wurde. Gauguin hielt diese Praxis vielleicht für zu ungewöhnlich. Er verwandelte die Nasenflöte in eine Mundflöte in der Tradition der europäischen Pastoralen. Die Musikerin spielt offensichtlich speziell für die Frau in Weiß. Weiß war die Farbe der Trauer bei den Maori. Aber dieses Detail trägt kaum zur Erklärung des Bildes bei. Interessanter ist, dass die Figur in der Lotusposition sitzt, des Padmasana. Ihre rechte Hand vollführt die rituelle Geste des Kontakts mit dem Boden, Zeichen von Buddhas Sieg über Mara, den Fürst der Dämonen. Der Maler hat sich von einem der Bas-Reliefs des Borobudur-Tempels inspirieren lassen, von dem er ein Foto besaß. Die gleiche Position findet sich bei Idol mit der Muschel und Idol mit der Perle. Die Figur wendet dem Betrachter den Blick zu, als ob sie ihn zum Zeugen anriefe. Sie hat lange schwarze Haare, entblößt aber im Unterschied zu ihrer Nachbarin nicht ihre Brust. Es könnte der Buddha selbst sein, bekleidet mit seiner weißen Toga, dem Symbol der Reinheit. Eine androgyne Figur also. Der Vergleich ist nicht abwegig. Nach einer der damals gängigen Hypothesen stammten die Maori-Völker aus Java und Indonesien. Und der androgyne Aspekt der Tahitianer hat Gauguin immer wieder überrascht. Das orangefarbene Fell des Hundes erinnert an das Orange des Habits der buddhistischen Mönche. Man könnte darin also eine bildliche Metapher für die Anwesenheit Buddhas sehen. Und das Schnuppern des Hundes am Boden könnte ein Spiegelbild der rituellen Geste des Meisters sein. Von einem zeitgenössischen Kritiker stammt die Deutung des Hundes als eine Art böser Wappengeist. Andere Autoren hielten ihn für eine Selbstdarstellung des Malers. Er ist das einzige lebende männliche Wesen auf dem Bild. Gauguin besaß in Tahiti einen Hund, dem er den Beinamen Pego gegeben hatte. Und er signiert seine Gemälde, Zeichnungen oder Skulpturen häufig mit dem Kürzel Pego für Paul Gauguin. Das lässt sich als ein Wortspiel lesen. Gauguin war zwischen seinem 17. und 22. Lebensjahr Matrose und im damaligen Jargon der Matrosen war Pego die Bezeichnung für das männliche Geschlecht. Ein Bild aufgreifend, das bereits Van Gogh bezaubert hatte, beschrieb sich der Maler gern als streunendes Tier. In Tahiti erkundet er seine gesamte Umgebung wie ein Hund und streunt um Frauengruppen herum. Die Aturuma, die Schmollende. Auch in Pastoral Tahitienne ist der orangefarbene Hund präsent. Er liegt vor einem Trinkgefäß der Marquesas-Inseln, das er zu bewachen scheint. Er hebt die Schnauze, als wittere er die Ankunft der Frau mit dem Korb. Das Thema war bereits in der Bretagne aufgetaucht. In Les Ramasseuses de Varec, die Tangsammlerinnen, liegt im Vordergrund ein Hund vor einem großen Tonkrug. Die Göttin Oviri, eine große Keramik, die Gauguin nach seiner Rückkehr nach Paris erschafft, tritt mit den Füßen nach einem Wolf oder einem Hund, während sie ein kleineres Exemplar an ihrem Leib zerdrückt. Hund, Wolf oder Fuchs sind die Totemtiere eines Malers, der sich als dieser Wilde, der nicht anders kann, bezeichnet. Auf Tahiti hat Gauguin die glückliche kleine Gesellschaft, von der er träumte, nicht gefunden. Aber stattdessen vielleicht ein Bilderparadies, ein Paradies für Maler. Die ungezwungene Körperlichkeit.
Gauguin ist beeindruckt von der statuenhaften Schönheit der Tahitianer, von ihrer Spontaneität und der Geschmeidigkeit ihrer Bewegungen. Die natürliche Nacktheit. Die lasziven, sinnlichen, träumerischen Posen sind hier keine akademischen Atelierraffinessen, sondern alltägliche Haltungen im Kontakt mit dem Meer und der Sonne, reine Erinnerungen an eine vergangene paradiesische Gesellschaft, die keine Schmerzen kannte. Die exotische Kulisse. Gauguin entdeckt eine üppig wuchernde Natur. Wälder, Blätter, Blumen, Farben, lauter Motive, die seinem Traum vom Dekorativen Nahrung geben, ihm gestatten, den schlichten Naturalismus zu überwinden, ihn in seinem Primitivismus zu bestärken. Die Präsenz des Heiligen. Die großen Bäume, die Marae, die verbotenen Orte, die Tupapaus, die Gespenster, die in der Natur ihr Unwesen treiben. Der Maler erforscht die Maori-Mythologie. Er begegnet keinem Gott, aber er erfindet neue. Seine primitiven Idole werden Matisse wie Picasso beeindrucken. Parhei, Aroateo, Rotoyate Aire, Eita Fenua, Eitar Ei. Schließlich die poetische Sprache. Die Sprache der Maori arbeitet mit Bildern, mit Metaphern, mit Doppelbedeutungen und Collagen. Ohinaria. In Noa Noa, dem anderen Buch, das Gauguin nach diesen Jahren in Angriff nimmt, geht er selbst nach dem Prinzip der Collagen vor. Fotos, Aquarelle, Monotypien, Zeichnungen sind in zufälliger Reihenfolge versammelt und erzählen neben dem eigentlichen Text andere Geschichten. Verfährt der Maler nicht in jedem seiner Gemälde genauso? Er erzählt uns mehrere Geschichten gleichzeitig. Er leitet seine Motive häufig aus anderen Werken ab. Er vereint in ein und demselben Rahmen Bilder mit vielfältigem, mehrdeutigem Sinngehalt. Auf diese Weise sorgt er dafür, dass sich die Fragen, die aus der Betrachtung seiner Malerei entstehen, stets aufs Neue stellen. Der Mittelpunkt meiner Kunst liegt in meinem Kopf und nirgendwo sonst. Und ich bin stark, weil ich mich nie durch die anderen verwirren lasse. Ich folge dem, was in mir ist. Nächste Woche beginnt die Reihe Kontaktabzüge. Mit den Porträtfotografien von Rienicke Dijkstra. Die Reihe Kontaktabzüge gibt's als DVD bei arte-boutique.com.